So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing, denn ich habe was bestellt bei Amazon, von Amazon, Original Product, ne? Das ist hier drin und hier drin in den zwei großen Koffern ist das verpackt. Hier ist eine Fanpost, sage ich mal dazu. Nein, das ist von Marius Tsai. Den Namen dürfen wir sagen, weil jeder weiß ja, dass er der Tsai ist. Und die meisten wissen auch, dass es der Marius ist. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da drin ist. Übrigens lustig, gestern habe ich ein Retoure-Etikett bekommen. Da haben die dann drauf geschrieben, Sandro. Ne? Statt Sandra ist das jetzt der Sandro. Also hier wird alles vermännlich. Dann sind noch zwei kleinere Pakete hier drüben. Die sind für einen privaten Zweck, aber haben eigentlich was mit Pokémon Go zu tun. Aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt schieben wir das erstmal zur Seite. So, dann schieben wir das zur Seite. Dann schieben wir das mal ein Stück wieder hier vor. Und dann wollen wir mal anfangen mit dem Paket vom Marius. Das ist in dieser super gelben Box hier in diesem Packset drin. Der hatte, glaube ich, irgendwie bei seiner Feier, bei seiner Release-Party oder so, in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt rum, er hat da irgendwas für mich. Das würde er mir gerne mal zukommen lassen. Das muss ich mal probieren, das soll ich mal testen oder so. Ich dachte erst, er will eine Flasche Elsasser-Luft. Wasser, Dings schicken, das was halt so Kräuterlikör ist, der aber so übelst bitter ist und scharf sein soll. Aber es muss wohl was anderes sein, denn diese Flasche, ach so, ja, perfekt. So, das Paket ist leer. Hier haben wir jetzt Hafer-Mandeldrink. Ist das jetzt das, worum es geht? Oder ist das nur nochmal auch eine Verpackung? Reiße ich das jetzt hier einfach auf und gucke da rein? Und er hat das hier irgendwie reingemacht. Das soll das jetzt sein. Es fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Warum klebt man das so zu? Das ist bestimmt nur eine Verpackung, oder? Das heißt, jetzt muss man das Schwarze hier abmachen. Da hat er sich ja richtig schön Mühe gegeben, das mit so Panzertape zuzukleben. Und wenn ich es dann hier aufmache, sehe ich da drin, da ist Papier. Das heißt, ich muss die ganze Packung irgendwie aufreißen. Aber wenn da doch was drin ist, was trotzdem zu trinken ist, dann muss ich auch wieder aufpassen. Weil wenn ich die Packung nämlich irgendwie kaputt mache und da reinschlitz und dann wo reinschlitz, wo nicht reingeschlitzt werden darf, ist es auch wieder Mist. Ich schneide es jetzt einfach mal hier auf, ganz vorsichtig und guck mir das an, was hier drin ist. Wie kann man was so verpacken? Wie hat er das geschafft? Er hat den Boden bestimmt unten aufgemacht, hat es da reingeschoben oder so. Warum hat er es dann oben nochmal abgeklebt? Ihr seht jetzt hier, da ist in der Flasche nochmal eine Flasche drin. Obwohl, das erste war ja keine Flasche. Also vor allem, wenn es eine Flasche ist, dann hätte ich auch reinschlitzen können. Dann kann es ja eigentlich gar nicht kaputt gehen. Boah, was ist das denn? Hat er da extra noch seine Bauchfusseln mit reingeklebt? Damit das alles irgendwie besser verpackt ist. Das ist ja gerade übelst räudig. Vielen Dank dafür, dass das irgendwie so räudig ist und hier alles zustaubt und rumfusselt. Richtig gut gemeint, diese Sache da. Aber was ist das? Jetzt ist es auch hier noch eine Brötchentüte. Eine Brötchentüte? Boah, das riecht so alt und schimmlig. Was ist das, Mann? Willst du mich umbringen? Und hier haben wir jetzt Basaltfeuer. Original Westerwälder Basaltfeuer. Kräuterlikör. Brennend serviert. Schmeckt man die feine Abstimmung mit Kräutern und Früchten. Auf dem Birkenhof Mistertal. Birkenhof Brennerei. Birkenhofbrennerei.de. 56%. Guckt euch das Ding an, guckt euch den Oschi an. Ich habe mir jetzt hier mal so ein kleines Schnapsgläschen schon bereitgestellt, aber das ist ja schon wieder so was Besonderes. Und dadurch, dass es auch brennend serviert wird, würde ich sagen, das muss ich mal testen, wenn der Hannes wieder da ist. Mal einen Stammball trinken, ohne anzünden und dann den Stammball trinken mit anzünden. In der Nacht, hart wie Basalt, doch edel gebrannt, mit Kräutern gemischt, es flackert ein Licht. Lösch aus, trink aus, genieße bedacht des Feuers Macht. Dem Wähler zur Ehr, vom Basaltfeuer mehr.
Dann stellen wir das mal hier rüber. Und wenn wir gerade mal beim Trinken sind, ach nee, das machen wir zum Schluss. So, was ist da denn drin? Dankeschön, Marius, für die 56% Basaltfeuer, Kräuterlikör, der scharf sein soll. Das ist sogar noch besser, weil irgendwie... Ja, diesen Essacher, den zündest du ja nicht an. Der ist ja einfach nur eklig, sagen die meisten. Aber was zum Anzünden finde ich immer cool, weil das noch diesen Show-Effekt hat. So, hier haben wir jetzt zwei Packungen Tintenpatronen drin, aber die sind ja wahrscheinlich für Maries Schule, dass sie da, wenn die schreibt, immer Tinte auf dem Füller hat. Wusste ich nicht, in welchem Paket das ist. Dann muss alles andere, was mich betrifft, jetzt hier drin sein. Da ist nämlich auch schon wieder dieser Sticker drauf, dass man da vorsichtig sein soll. Hier Batterien und Säure und heftige Dudes am Start. Wenn wir das jetzt hier rausholen, haben wir... Was haben wir denn? Wir haben hier einmal Ladekabel für Android, für Samsung, für irgendwas. Wer Bescheid weiß in den letzten Streams oder so, wenn ich unterwegs streame, Pokémon, Raid Days, Sea Days, irgendwas. Ich gehe mit 100% Akku los und obwohl ich eine Powerbank dran habe, mit Kabel am Handy, der Akku, der schrumpft die ganze Zeit. Manche sagen, es liegt an der Powerbank, manche sagen, es liegt am Kabel, am Ladekabel. Jetzt habe ich diverse Ladekabel ausprobiert an der Powerbank. Es nimmt trotzdem einfach immer ab. Egal ob im Stream oder vor dem Stream, beim normal rumlaufen, es nimmt einfach immer ab. Ich habe mir nochmal jetzt, das sollen angeblich original Samsung Ladekabel sein, zweimal schwarze Adapter, zweimal schwarzes Kabel. Die muss ich ausprobieren, ob der Akku hält. Gleichzeitig habe ich mir nochmal für iPhone ein Ersatzkabel geholt, weil mit dem iPhone rennt man ja auch rum und das lange, was ich zu Hause hier habe am PC, das hat auch einen Wackelkontakt, obwohl das immer nur zu Hause am PC genutzt wurde. Und als drittes und als wichtiges, eine Powerbank von Anker. Ich habe eine Powerbank gehabt von Anker, eine fette schwarze, die hat 3 USB-Anschlüsse gehabt und die hat jetzt 5 Jahre gehalten. Und lass es wirklich an der Powerbank liegen, dass der Saft nicht gehalten wird, dann ist es Zeit, sich eine neue Powerbank zu suchen. Ich habe mich also für Anker entschieden, denn von Anker habe ich auch mal andere Kabel gehabt und Pupsi habe ich auch mal eine Powerbank von Anker geschenkt. Die ist kleiner, die hat auch nur 2 Anschlüsse, aber die ist rot und kompakt. Die findet sie so toll, die benutzt sie immer noch. Die muss ich manchmal nutzen, wenn wir unterwegs sind und bei mir wieder mal nichts funktioniert. Und deswegen die Frage natürlich an euch. Was habt ihr für eine Powerbank? Von welcher Marke? Und kennt ihr Anker? Habt ihr Anker schon mal genutzt? Kennt ihr Anker als Powerbank-Marke oder sagt euch das rein gar nichts? Das ist hier dieser große schwarze Schinken und hier hast du sogar noch 2 Datenkabel dabei. Natürlich wieder hier trapezförmig. Das ist das, was ich bei dem ein bisschen doof finde. Du kannst die Powerbank nur laden über den USB mit Trapez am anderen Ende. Und normal habt ihr diesen anderen Stecker, der auf beiden Seiten gleich ist. Aber hier brauchst du Trapez, damit du die laden kannst. Und das ist irgendwie alt. Das ist hier von Anne dazu mal. Aber jetzt muss ich die Powerbank ausprobieren mit den alten Kabeln. Und dann muss ich die alte Powerbank ausprobieren mit den neuen Kabeln. Und dann muss ich die neue ausprobieren mit den neuen Kabeln. Und das, was passt, das passt. Und der Rest passt vielleicht nicht. Dann aber hier drin, in dem Karton, wenn wir das mal aufmachen. Eins muss ich schon aufmachen, um zu gucken, ob das, was da sein sollte, auch da ist. Weil da noch andere Sachen angezeigt waren. So. Hier haben wir Bänder. Wenn ihr hier so eine komische Watch habt, die ihr euch um den Arm machen könnt und dann die euren Schlaf misst, die euch alle WhatsApp-Nachrichten so anzeigt, auf eurem Handgelenk direkt, die vibriert immer, wenn euch jemand schreibt, das ist nichts für mich, das ist was für Pupsi. Pupsi hat damals schon immer so eine komische Uhr gehabt am Handgelenk. Und immer wenn du nachts da gelegen hast und hast geschlafen, ging es bei ihr am Arm die ganze Zeit. Und immer wieder, boah, bist du aufgewacht, weil es vibriert hat. Bist du aufgewacht, weil es hell wurde. Egal was los war, immer nur. Finde ich übelst nervig und deswegen hat sich Pupsi jetzt auch eine neue Uhr gekauft, weil ihre alte, die ist ja schon alt und es gibt jetzt ein neueres Modell, ganz günstig. Und dafür sind wohl auch hier diese Ersatzarmbänder, die sie da noch mitgenommen hat. Dann haben wir noch einen Film dabei und zwar
Fall. Den habe ich irgendwie auf, nicht auf Netflix, auf Amazon Prime oder auf Paramount Pictures geguckt. Ich fand den so brutal. Das sind zwei Mädels und die wollen hier auf so einen komischen Sendeturm klettern. Und dann müssen sie ums Überleben kämpfen. Auf diesem Fernsehturm, Sendeturm. Und ich habe erst gedacht, ja, guckst du dir halt mal an von den Produzenten von 47 Meters Down, Fall. Ne? Fear Reaches New Highs. Also wenn ihr den Film nicht kennt, Fall, guckt euch den mal an. Ich habe zu Hause gesessen, ich habe den geguckt, ich habe so mitgefiebert, ich hatte so Schiss in der Buchse, ich habe dreimal ins Bett geschissen während des Films, weil du weißt, es ist ein Film, aber die Aufnahmen, wie die Aufnahmen gemacht wurden, wie da gefilmt wurde, wie das in Szene gesetzt wurde, ich habe Höhenangst. Und ich habe mir den Film angeguckt und ich habe während des Films, ich habe alle möglichen Tode gestorben, weil das, oh, das immer gedacht, David, das, wenn du jetzt abstürzt oder wenn jetzt was, also es war ein Film, aber das hatte ich so gepackt, das hatte ich so mitgenommen, das hatte ich so komplett rausgeholt und rausgerissen. So, hier haben wir jetzt ein ganzes Tray. Amazon, Cola, Orange, Cola Orange. Was ist das? Was hat das? Wer macht das? Ich wusste es gar nicht, aber habe es letztens durch Zufall nur gesehen. Amazon hat seine eigene Cola, Our Essentials, ne? Cola Mix Orange bei Amazon in so einer super handlichen Dose. War auch gar nicht so teuer. Und ist jetzt hier ein ganzes Tray voll, weil du konntest sie nicht einzeln kaufen. Du musstest die so kaufen in einem ganzen Tray. Jetzt haben wir ein Original bei Amazon Cola Mix Orange. Und in dem anderen Karton müsste dann die normale Standard-Cola drin sein. Pupsi trinkt ja gern Cola. Jetzt hoffe ich, die schmeckt ihr und sie trinkt die auch. Ich gönne mir ab und zu mal eine Schwippschwapp, weil ich eher so Cola Mix-Trinker bin. Genau. Auf hier mit die Sauberte. Deswegen hoffe ich, dass Pupsi das schmeckt, dass sie dann immer die Cola trinkt und nicht die Cola Mix trinkt. Und wenn nicht, dann trinke ich halt die Cola und die Cola Mix. Einfach so. Jetzt habe ich es aber falsch rum aufgemacht. Jetzt ist der Boden hier zuerst. Bodenseen wie beim Königshaufen. Guck, Bodenseen einfach nur. Müssen wir das jetzt festhalten, rausnehmen, rumdrehen und dann sagen, yo, there it is. Haben wir jetzt hier auch eine Dose, die wir zeigen können? Oh, hier ist ganz zu. Hier kann ich was hochbiegen und rausziehen. Our Essentials Cola bei Amazon. Die müssen wir mal testen, die müssen wir mal probieren, wie die schmeckt im Vergleich eben dann zur Cola Mix. Ihr seht, das eine ist rot, das andere ist eher orange. Wir werden beide mal testen, aber das in einem Ramses Kitchen Video. Wie gesagt, wenn ihr den Film nicht kennt, Fall, guckt euch den mal an. Besorgt euch den, schaut euch den an. Ich fand den mega genial, mega spannend. Und dann gab es wieder eine Wendung, hast du nicht gesehen, hat dich total geflasht. Und deswegen musst du den Film dann einfach nochmal gucken und nochmal mehr drauf achten, was da überhaupt passiert, weil dich das einfach alles so abgeholt hat. Richtig cooler Film. Dankeschön. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.